Hey Ute, das war ja ein wunderschönes Set, das du da gespielt hast, heute hier bei der ersten Ausgabe von unserem Projekt. Stell dich doch kurz vor, soll ich dich Ute nennen oder soll ich dich Münde nennen? Sehr gerne Ute, wir waren ja schon dabei. Genau. Perfekt, genau. Ja, stell dich doch kurz vor. Oder anders? Nein, ich habe mir was ganz Kreatives überlegt. Wenn ich deine Oma fragen würde, was du für Musik machst, was würde mir deine Oma sagen? Meine Oma würde wahrscheinlich nicht verstehen, was das ist. Okay. Und sagen, irgendwas mit diesem Computer. Also, ja. Genau. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie bräuchte eine längere Einführung in verschiedene elektronische Musikstile. Okay, und andersrum, wenn du es deiner Oma versuchen würdest zu erklären, wie würdest du ihr deine Musik erklären? Also gesetzt im Fall, ich hätte eine Oma und gesetzt im Fall, sie würde Techno kennen, würde ich ihr wahrscheinlich sagen, es ist einfach Techno in langsam, melancholischer und ja, ich wollte jetzt sagen schöner, aber das würden mir Leute übel nehmen. Okay, ich verstehe, ja. Ich bin ja auch gar nicht so technoid, also kenne mich nicht so gut in den Genres aus, aber damit könnte ich jetzt schon auf jeden Fall was anfangen, das ist gut. Deswegen die Oma-Frage. Ich schaue mal schnell meine zweite Frage hier nach. Die beste Frage, die man momentan eigentlich stellen kann. Was machst du als erstes, wenn Corona vorbei ist? Also wenn alles wieder ist wie früher. Was ist die erste Sache, deine erste Amtshandlung? Wahrscheinlich einfach rausgehen und also an Lieblingsorte gehen und schauen, ob ich die Menschen, die ich da sonst immer getroffen habe, wiedersehe. Ja, also, cool. Ja. Ja. Und genau, Lieblingsorte. Was ist so dein Lieblingsort in Göttingen? Das ist... Also einer deiner Lieblingsorte. Ich glaube, also so grundsätzlich mag ich Orte, die halt irgendwie, also die eine Begegnung schaffen, wo irgendwie Menschen aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen, wo irgendwie was entsteht. Also ja. Genau, deswegen finde ich so die linken Räume hier in Göttingen schon ziemlich toll. Mhm. Und finde sie auch einfach ein super wichtiger Ort in Göttingen, um irgendwie zusammenzukommen, um kreative Ideen zu entwickeln. Ja. Ja. Jetzt hatten wir die große Freude, dich heute hier im Botanischen Garten zu hören. Hast du irgendwie so Botanischer Garten, ich glaube, jeder kennt ihn irgendwie so ein bisschen, jeder war schon mal da. Hast du irgendwie so besondere Erlebnisse oder verbindest du irgendwas Besonderes mit dem Botanischen Garten hier, mit diesem Ort, an dem du jetzt spielen durftest? Also es ist auch einer meiner Lieblingsorte, würde ich auch sagen. Also ich finde ihn auch sehr schön. Ich bin aber auch absolute Pflanzenliebhaberin, also genau. Ich glaube, jetzt nach Göttingen gezogen bin, habe ich irgendwann mal gesagt, wenn ich mal irgendwie ein cooles Foto brauche, mache oder so, dann mache ich das mal im Botanischen Garten. Jetzt habe ich genau da gespielt. Also irgendwie schließt sich der Kreis. Ja, so der besonderste Moment war wahrscheinlich auch die Soli-Party für den Botanischen Garten. Da habe ich ganz am Ende gespielt mit einem sehr guten Freund. Und ja, das war wunderschön irgendwie. Genau. Das heißt, du hast hier schon mal gespielt. Wann war das? Das war jetzt vor 2 Jahren, müsste das gewesen sein, genau, im Sommer. Und das waren, also es war, glaube ich, so diese Atmosphäre, aber auch ja irgendwie diese vielen Menschen im Botanischen Garten, in diesen historischen Gewächshäusern, war eine total coole und abgefahrene Kombi, ja. Ja, cool. Augenblick. Klar. Okay, ich habe noch 3 schnelle Fragen. Also es sind immer so Entweder-Oder-Fragen. Und du musst einfach dich für eins entscheiden quasi. Wenn du willst, kannst du es erklären, wenn nicht, nicht. Okay. Wärst du lieber ein Kaktus im Botanischen Garten oder eine Orchidee an der Bundesstraße? Definitiv der Kaktus hier. Weil du so nette Nachbarn hast. Genau. Und ich bin stachelig, es schützt mich ja. Ja, verstehe. Bäume oder Beats? Das ist gemein. Kann man nicht sagen, das verbindet sich? Also du verbindest das ja ganz gut jetzt. Ja, genau. Ja, doch, also ich würde auch sagen, dass Downbeat da eine ganz gute Brücke schlägt. Okay, ja, das war's schon. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du für uns gespielt hast und dass es hier alles so cool geklappt hat. Danke an den Botanischen Garten an dieser Stelle, dass wir hier auch so spontan aufnehmen konnten. Ciao. Das war doch harmlos, oder? Das war total harmlos. Okay. Ich fand die Kaktusfrage gut. Ja, ich hätte noch gehabt, Blumen oder Blumenkohl. Also ich wollte eigentlich nur Sachen mit B machen, aber irgendwie ist mir dann auch der Drive ausgegangen.